Grüezi und Servus bei Vladnalf Schweiz. Ja, heute geht's ab. Wir zeigen unsere 5 Lieblingsmesser. Okay, wir hätten 100, aber ja. Ja, es ändert sich ständig, wenn nicht zu sagen wöchentlich. Ja. Aber also, wir haben uns entschlossen, das sind momentan unsere. Momentan, ja. Außer eins, das wird immer bleiben. Aber das zeigen wir euch. Ja. Und am Schluss, für die, die dranbleiben, gibt's noch ein kleines Tückelchen. Ja, genau, richtig. So. Magst du beginnen? Ich beginne. Okay, unser erstes. Der Kodiak. Wir haben hier den Kodiak von Worked Off Gear. Und willst du sagen, wer den designt hat? Ja, der Alex, der sich nennt Aurora Borealis. Ist das nicht ein schöner Name? Sehr schön, sehr schön. Und frag mich jetzt bitte was nicht. Was heißt das denn? Nein, ich weiß es nicht. Es heißt die Nordlichter. Jedes Mal vergesse ich es, die Nordlichter. Die Nordlichter. Dabei ist es so ein schönes Wort. Ja, Aurora Borealis. Der Borealis. So ja. Schön. Wunderschön. Ja. Einen lieben Gruß an Alex nach Kanada. Liebe Grüße. Das hier, 25 cm, knapp 800 Gramm Gewicht, geschwärzte Klinge, der Kodiak, unsere Nummer 1. Ah, da haben wir noch etwas anderes. Ja. Wir haben ja noch einen ganz persönlichen Kodiak. Ja, ja. Ja. Das ist sehr lieb von dir, dass du das zeigst. Der ist sehr schön. Da ist der Spitzname von dir ja drauf. Jetzt wissen die Leute da draußen, wie ich genannt werde. Steckerl. Das ist herzig. Ja, das ist schön. Ne? Ja, ist herzig. Ja, mit denen nehmen wir immer mit, wenn wir irgendwie campen gehen oder grillen. Campen wir nicht so viel, aber Da hat doch schon einiges mitgemacht. Man sieht es ja auch, ne? Wurde schon ein bisschen getestet. Ja, wunderschönes Messer. Ja, hat standgehalten. Und übrigens, wenn ihr wollt, dass so ein Messer auch immer schön bleibt, es ist SK85 Stahl. Also alle Messer hier, fast alle, die sollten gepflegt werden. Dem Ballistroll oder genau, richtig. Ja. Und nach jeder Verwendung am besten mit dem einölen. Also wir machen das immer. Ja. Und so hat man echt länger Freude an den Messern. Habt ihr ewigst Freude an dem Messer? Ja. Weil es ist SK85 Stahl, hoher Kohlenstoffanteil. Und wenn man das einen Tag draußen im Regen lässt, kann es Rost geben. Deswegen schnell. Einfach abtrocknen, pflegen. Genau. Solche Messer müssen auch gepflegt werden. Ja, auf alle Fälle, ja. Gut. Das war unsere Nummer 1. Dann machen wir weiter mit dem kleinen. Den kleinen. Den Klapatschi. Der Klapatschi. Also das ist wirklich ein süßes Messer. Ja, das ist lieb. Klapatschi von Worked Off Gear mit einer 7 cm Klinge. Ja. Diese Klinge nennt man Ghost Finish, also matt, nicht glänzend. Ja, das ist ein bisschen ein Unterschied. Die Klinge nennt sich Drop Point. Sehr schön ist auch der Griff, ein G10-Griff. Unverwüstlich, sehr strapazierfähig und das Schöne daran ist dieser Redliner. Genau, das G10 ist übrigens ein glasfaserverstärkter Kunststoff. Einfach damit Verbundstoff, genau, richtig. Ja, Verbundstoff. Ja, extrem strapazierfähig. Dann, wenn wir schon dabei sind, zeige ich natürlich auch den anderen Klapatschi her mit dem schönen Splatter, mit der Splatterklinge. Sehr schön. Worked Off Gear lässt sich da immer viel einfallen. Ja, ist auch sehr gut gegangen, muss ich sagen. Na, wir haben wieder nachgestellt, weil wirklich... Ja, der kleine Stunden da ging echt gut. Ja, sehr praktisch, handlich, schnell eingepackt. Also ich liebe dieses Messer. Ja, und ich glaube, keine 200 Gramm schwer. Ja, leicht eben. Aber ist ganz lieb, das gebe ich zu. Ja. Ist ganz lieb, aber jetzt kommt unsere Nummer 3. Das ist ein bisschen was anderes, ne? Ich weiß, ein Bowie-Fan, ist auch. Nummer 3, das Puzon Wilderness Bowie von Worked Off Gear. Wirklich ein wunderschönes Bowie. Ganz kurz zu den Eckdaten. Wir haben hier von Spitze bis hierhin eine Klingenlänge von knapp 28 cm. SK85 Stahl wieder, wie gesagt, schön pflegen, ewigs Freude. Hammerteil, wir haben hier 780 Gramm. Also mit dem lässt sich super hacken. Ich muss sagen, sogar ich empfinde den nicht so schwer. Also auch der Griff, sehr ergonomisch, sehr angenehm. Ja, liegt sehr gut in der Hand, super. Ja, das ist halt einfach. Und wenn man Crocodile Dundee Fan ist, so ein sowieso ein Muss. Sehr schön. Auch für Messersammler so eins in der Vitrine. Weltklasse. Gibt es in verschiedenen Farben und Klingenmuster. Wir verlinken euch hier oder hier oder hier. Irgendwo da oben. Ein Video mit einem Tigerstreifen drauf. Ja, genau, richtig. Ja, ja, ja. Habe ich ja auch ein Video gemacht. Genau. Also unsere fleißigen Zuseher wissen das. So ist es. Das war unsere Nummer 3, das Puzon Wilderness Bowie. Genau, dann komme ich gleich zu Nummer 4 und zwar wunderschöne Atayal.
Ein das wunderschönes cool. taiwanesisches Messer wird auch noch vom indigenen Volk Taiwans verwendet für Nahrungszubereitung, verschiedene Holzverarbeitungen. Ja. Was mir so gut an dem Messer gefällt, ist einmal die hochgeschwungene Klinge. Sieht ja wirklich super aus, stylisch. Ne? Jetzt will ich aber sehen, ob das Ding auch was schneiden kann. Ja, gerne. Ich zeige es dir gerne. Ich kann das ja. Gut, dann wollen wir mal sehen, was es auch kann. Aufgepasst. Direkt aus der Schachtel. Nicht schlecht. Rasiermesserscharf, das sind eigentlich alle Worktaf-Gier-Messer. Das muss man ja einfach mal sagen. Man muss schon sehr aufpassen. Sie sind wirklich sehr scharf. Na, was sagst du? Ja, jetzt würde ich... Tja, was will man mehr? Jetzt probiere ich es auch mit dem Kodi. Ich gebe dir das. Dankeschön. Schauen wir mal. Hopp. Und hopp. Und hopp. Ja, scharf sind sie alle. Ja, absolut. Wir haben es selber am eigenen Leib auch schon gesehen. Ja, wir Finger, haben beide schon geblutet. Alles war schon... Ja, voll die Profis. Noch gehört es denen auch, dass es nicht ein Zufall ist. Zack. Und zack. Und zack. Oh, das jetzt. Ja, das war jetzt. Das schneiden wir raus. Ne? Zack. Ja. Wirklich super. Ja. Alles tolle Messer. Alles tolle Messer. Ich wollte noch etwas dazu sagen. Ja. Die Klinge SK85 Kohlenstoffstahl 56 bis 58 Rockwell. Und wie alle anderen Klinken, immer schön pflegen. Genau. Pflege, pflege. Jetzt kommt unsere Nummer 5. Unsere Nummer 5, das ist ein wunderschönes Messer, handgemacht vom Meisterschmied Franklin, der Giganteus. Schaut euch mal diesen Prügel an, handgemacht. Handgemacht. Und ich meine... Ein Unikat. Ja, also diese Klingenverarbeitung, ich hoffe, man kann es gut sehen. Ist das dieses Antik, wie nennt man das? Das ist so Antik, rustikal, Patina, wenn ihr wüsst, wie man das nennt, aber ich meine, es sieht doch fantastisch aus. Ja, ja, ist wirklich ein schönes. Es ist ein Hingucker. Ja, wie der weiße Hai unter den Messern. Na, ist wirklich ein wunderschönes Messer. Also so etwas Schönes haben wir noch selten gesehen. Ja, sehr Hammerteil. Schöne Verarbeitung. Hier ist der Stahl 5160er Stahl. Natürlich handgeschmiedet. Wunderschön, Mikata-Griff. Ah ja, vielleicht die Klingenlänge, die was interessiert. Mhm. Reden wir hier von knappen 30 cm Gewicht rund 700 Gramm. Ja. Wunderschön. Hat man da auch was in der Hand. Ja. Das ist unsere Nummer 5. Und jetzt kommt... Jetzt kommt... Achtung. Das Zuckerl. Das Zuckerl. Wie man so schön sagt, Zuckerli. Unser Blatt. Genau. Ich denke, jetzt sollten wir mal den Leuten auch erklären, wie wir auf Blatt kommen. Ja. Hat nichts mit unserem Namen, mit unserem persönlichen Namen zu tun. Wir heißen nicht Vlad, das ist wahr. Genau, richtig. Wir sind Dracula-Fans. Genau. Deshalb der Name Vlad. Vlad Dragulea. Genau. Und wir haben dieses Messer als allererstes gemacht. 36 cm Klingenlänge, 1 cm Klingenstärke. Ein Prügel. Ein Prügel von 2,5 Kilo. Ein Hammerteil, auch SK85. Na, das ist... Kohlenstoffstahl. Ja, auf jeden Fall, das ist unser persönliches Messer und warum wir Vladknives heißen. Genau, das wollten wir mal kurz dazu sagen. Und jetzt würde es uns interessieren, was sind eure Lieblingsmesser? Mhm. Völlig egal, sind es Taschenmesser, NK-Bar oder was auch immer. Seid ihr EDC-Fans, so wie ich, praktisch, klein, handlich, schnell verstaubar oder? Oder wollt ihr große Dinge? Schreibt es doch uns unten in die Kommentare. Für den Austausch würden wir uns sehr bedanken und wir schreiben immer zurück. Genau, richtig. Dann würde man sagen, es hat uns sehr gefreut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und in diesem Sinne. Bis zum nächsten Messer.